Wir trinken jetzt gemütlich und dann fangen wir mal an. Weil und dann. Ich bin. Das ist noch nicht mal abgesprochen. Ich habe gerade die Kamera gemacht. Das ist nicht mal abgesprochen. Ich würde mein Pitblock-Hemd gern anziehen, aber ich bin so eine arme Sau. Ich habe bloß zwei. Das. Mach schon mal deine Gina bitte. Wunderbar. Das erste. Das hat man in die Wäsche gemusst. Wenn man zwei hat, kann man mal eins in die Wäsche tun. Das ist in der Wäsche. Irgendwo in der Wäsche. Und das zweite, das hatte jene Wäsche an. Aha. Und das hat nicht gemodelt. Na, da ist mehr Mehl drauf wie alles andere. Ach, das ist, hatte ich einen Kuchen gebacken. Na, ähnlich. Servus! Heute machen uns, oder mache ich für den Svenny und für mich einen Burger ein bisschen anders. Jeder kennt so den Burger mit, ja, mit Rinderhackfleisch oder gemischtem Hackfleisch und solch. Wir nehmen uns schön eine Steakhüfte. Das sind 300 Gramm. Und die schneiden wir uns ein bisschen wie geschnetzeltes. Und ja, wir grillen das erstmal schön an, dass wir schön den Punkt haben. Vom, ich sag jetzt mal von Medium Rare, so die Richtung. Dann machen wir unsere Schmorzwiebeln, die ich schon eingelegt habe. Das ist eine große Metzgerzwiebel. Da kommt einfach, ja, so, ich sag jetzt mal, 2 Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Zucker dran. Das kann dann mal für eine Stunde ruhen und schön Saft ziehen. Das drücken wir uns aus in die Bratpfanne rein, schmoren es die schön an. Wenn unsere Steakhüfte dann gut ist, schön medium, dann schneiden wir die in feine oder in schöne Streifen, schmeißen die mal kurz zu den Zwiebeln. Und dann haben wir eigentlich unseren Patty-Ersatz. Wir drücken das auch nicht oder irgendwas. Das ist das eigentliche, ja, der eigentliche Fleischanteil. Dann probieren wir automatisch auch noch gleich hier die neuen Buns vom Edeka. Gucken, ob die gut schmecken oder ob sie nicht gut schmecken. Unten, so als Mayonnaise-Ersatz, sage ich jetzt mal, gibt es einen schönen Frischkäse, einen Kräuterfrischkäse. Dazu muss ich sagen, ist der Svenny im Schweiße seines Angesichts nochmal wegmarschiert, weil ich Knaller die Peperoni vergessen habe. Aber der Dönermann des Vertrauens. Man hilft ja gerne aus, ne? Der Dönermann des Vertrauens hat gehabt. Dementsprechend Peperoni und Frischkäse, Kräuterfrischkäse, das mischen wir uns. Das gibt so die Grundlage von dem ganzen Burger. Dann kommt unsere Steakhüfte mit der Zwiebelmischung oben drauf. Und dann. Kein normaler Käse oder Schmelzkäse. Dann runden wir das ganze Ding hier mit einem schönen harten Parmesan. Ordentlich Parmesan drauf, runden wir das ab. Deckel drauf und dann sollte das auch so schmecken. Hier haben wir den Kräuterkäse. Jetzt schnappen wir uns gerade, ja, so, ich sag jetzt mal, 3 Peperonis. Was in die Mitte? Das sind recht milde. Und die schön rustikal, also nichts von wegen Shishi hier. Gleich mal probieren. In ganz feine Stücke, na klar. Ich habe noch nie Peperoni probiert. Mhm. Also kann sein, dass es scharf ist. Ja, also scharf direkt sind sie nicht, aber die haben ein bisschen, ganz klein bisschen Masse. Stellen wir jetzt eine kleine Pfanne auf, ein gutes Stück Butter drin. Und hier haben wir auch schon, zack, zack, unsere Zwiebeln, die haben wir ja eingelegt. Machen wir jetzt einfach zusammen. Das seht ihr gleich, wenn die Butter geschmolzen ist oder so ein gutes Stück geschmolzen ist, dann machen wir uns die Zwiebeln dazu. Und ich weiß nicht, ich mache das mal zusammen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist schon der Saft, der Zwiebelsaft, ohne dass ich großartig drücke, kommt der Zwiebelsaft hier hinzu. Und das schmeißen wir dann später alles in die Pfanne und rösten uns die Zwiebeln. Ja. Schmoren uns die Zwiebeln ein gutes Stück weit an. Schnappen uns unser Hüftsteak. Unser Hüftsteak werden wir irgendwo hier in der Hitze platzieren. Nur um dass das in etwa gleich fertig ist. Das Hüftsteak darf zwar später noch mal ganz kurz zu den Zwiebeln mit rein, aber... Ich glaube, es ist jetzt gut geschmolzen. Meinst du? Ja. Okay. Die Kamerafrau ist nämlich auch wieder am Start. Dann drücken wir uns die Zwiebeln einfach nur so am Rand. Und die zweite auch. Und die kleine auch, genau. Drücken wir uns die Zwiebeln nur am Rand so ein ganz klein bisschen an. So. Was ist schon? Ja, klar. Jetzt nehmen die Zwiebeln diese Butter auf oder diese Margarine oder was ist das? Butter.
Butter? Ganz normale Butter? Ja, genau, ganz normale Butter. So, hier. Ob es jetzt ist das reingefallen. Wo? Da, in den Grill. Das macht nichts. Das ist das sogenannte Opferstück. Rein. Ganz klar. Mir ist immer das, wo meiner drin ist. So, legen wir uns die Steghüfte geschwind auf. Die Zwiebeln haben schon einen relativ geilen Farbton. Die machen wir jetzt bloß ein paar Mal rum. Die Steghüfte, unser Sven hier hat einen Specialabfall. Die Steghüfte, die drehen wir uns jetzt bloß, ich sage jetzt mal zweimal rum. Einmal. Nein, das ist kein Frikadell. Ich habe dich zu einem Burger eingeladen. Nicht zu einer Frikadelle. Und ich will am Schluss eine ganz ehrliche Meinung von dir. Das sage ich aber ganz zum Schluss nochmal. Wie gesagt, Steghüfte liegt jetzt drauf. So, jetzt haben wir unsere Steghüfte. Jetzt drehen wir die ganz gemütlich rum, wie man sieht. Das sogenannte Röstaroma. Also, es wird langsam. Nee, der Grill wurde ja zweimal sauber gemacht. Seitdem das Hackfleisch drauf war. Die Zwiebeln. Die kommen in die grandiose Richtung. Die haben wir uns jetzt gerade, eine ganz normale Steghüfte, haben wir uns gerade vom Grill geholt. Jetzt schneiden wir uns hier gerade so Stücke runter. Die müssen auch nicht perfekt sein im Sinne von, Saft läuft schon mal genug raus. Man sieht hier auch noch einen rosanen Kern. Ich weiß nicht, ob man das so genau sieht, aus dem einfachen Grund, weil uns langsam das Licht abhaut. Von dem her, hier sieht man es definitiv. Einen rosanen Kern. Wie gesagt, Lichtverhältnisse, kann ich nichts dazu. Jetzt schnappen wir uns diese. Ist Beispiel. Alles gut, Svenny. Ja. Diese Steghüfte, genauso mit dem Saft, mit allem drum und dran. Das schnappen wir uns jetzt, schmeißen es nochmal ganz kurz zu den Zwiebeln, rösten uns die Brötchen an, also die Buns. Und dann sind wir schon, würde ich sagen, auf der Zielgerade. Alles ganz kurz. Wie gesagt, wir reden hier nicht von Minuten, wir reden hier nicht von Stunden, wir reden auch nicht von Minuten, wir reden von ein paar Sekunden. Einfach nur schön rummachen. Oh, das sieht jetzt schon geil aus. Wenn du im Versuch, der Akku ist fast leer. Vorne steht noch da, das ist meiner, weil der war ein bisschen von Röstaromen her. Nein. Alles gut, ich hab da vollstes Vertrauen in deine Kollegialität. Oder nicht? Schnapp dir das Ding. Moment, wenn es um Essen geht, ist der Lieder sich selbst am nächsten oder wie war das? Ja, so in der Art. In diesem Sinne, sie sagen immer Cheers oder irgend so ein Scheiß. Prost. Ist dir gerade die Zwiebel rausgefallen? Mhm. Dann der Blitzau, das Beste. Ich finde, das ist geil. Mit der Peperoni unten rum. Das ist nur. Das ist jetzt ein Burger, was anderes. Aber geil. Ja, widerspreche ich sogar. Ich sage nur, es ist nur was komplett anderes. Das ist ähnlich wie das Philly, Steak. Mit Käse und aber. Alter, Käse rundet das ab. Ohne Scheiß. Das ist geil. Weil vor allem. Also ich finde immer noch von dem Kräuterquark und oben drauf dann das Parmesan. Oh, das ist einfach mehr Geschmacksstufe. Genau. Ich finde das richtig geil. Witzig. In diesem Sinne, was heißt richtig witzig? Lecker. Ach lecker. In diesem Sinne. Das hier nicht zum Spaß. Genau, es war heute richtig witzig, so rum. Und das Ding finde ich richtig lecker. Aber wirklich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Ich finde das sehr witzig.